Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Ulrich und Karl TV. Auf unserer heutigen Reise durch die Fränkische Schweiz besuchen wir den österlich geschmückten Brunnen von Tiefenseebach. Dieser Brauch langt teilweise bis ins 13. Jahrhundert zurück, weil man damals das Wasser aus tiefen Tälern heraufschleppen musste oder aber auch tiefe Brunnen bohren musste. Es war kostbar und knapp, und zu Ostern bedankte man sich mit einer Schmückung derselbigen. Dies war für heute schon, und ich bedanke mich für Ihr Zuhören und Zusehen, Ihr Rüde Todenbier.